Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Kommen wir nun zu Teil 3 zum Thema Lebensmittelverschwendung von Robert Orjana, Aufgaben und Übungen. Fragen zum Lese- und Hörverstehen, Fragen 6 bis 8. Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich wie mündlich in vollständigen grammatikalisch korrekten Sätzen. Frage Nummer 6. Wie muss der Container beschaffen sein? Frage Nummer 7. Was sollen die Lebensmittel kosten? Und Frage Nummer 8. Warum macht Robert Orjana diese Umfrage? Was will er erreichen? Dankeschön.